Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso und diesmal mit dem Let's Play angezockt Call of Juarez und Juarez. Und wir entscheiden uns da für diesen. Ja, und los geht's. Ich möchte von ihm Abschied nehmen. Bitte. Das ist zu riskant, Micha. Viel zu gefährlich. Woran erinnerst du dich vom Gespräch deines Vaters mit Alvarez? Es gab Streit. Er schrie rum über einen 50-Millionen-Dollar-Deal. Als sie mich sahen, wurden sie leise. Und dann fing Alvarez an, ihn zu bedrohen. Hat er ihn eingeschüchtert oder bestochen? Eines von beiden. Gold oder Blei. Oro la chingada. An welchem Fall genau hat Stone gearbeitet? Das Kartell kauft militärische Waffen und Ausrüstung. Granatwerfer, Panzerabwehrraketen, Nachtsichtgeräte. Stone wollte ihren Lieferanten finden. Für 50 Mios können die einen Panzer kaufen. Alvarez ist wahrscheinlich der Mittelsmann. Wir haben also keine Ahnung, wer der Lieferant ist. Nein? Dann ist der Deal wohl schon gelaufen, Schätzchen. Vielleicht nicht. Aranha hat die Stadt neulich mit einer Menge neuem Scheiß überschwemmt. Aranha? Kommen die auch aus Isalay raus? Rein und raus, Chica. Sie verkaufen für das Kartell. Vielleicht will Mendoza ein bisschen extra Kohle für den Waffenkauf machen. Die verkaufen ihren Scheiß wohl an die Rolling 50s. Wenn das stimmt, sollten wir denen vielleicht einen ordentlichen Strich durch die Rechnung machen. Wenn die Oberbosse angepisst genug sind, kommen sie vielleicht raus. Vielleicht finden wir sogar den Pendejo, der die Bombe gelegt hat. Alles okay, Jess? Bitte, ich will mich von ihm verabschieden. Stone war beim LAPD, bevor er zum FBI kam. Er hatte viele Freunde. Ich will dabei sein. Das reicht. Wo bringen Sie mich hin? In Sicherheit. Bleiben Sie bei mir? Du wirst beschützt. Wir müssen ein Wespennest aufscheuchen. Und ich weiß auch schon, wie. Sag bloß. Der Feind meines Feindes ist mein Karnal. Ja. Glauben Sie, die behördenübergreifende Taskforce kann etwas bewegen? Absolut. Der Präsident ist entschlossen, die Drogengewalt zu stoppen. Die mexikanische Regierung hat völlige Kooperation versprochen. Rebecca Quer, LA Times. Glauben Sie, die Untersuchung könnte zu einem US-Militäreinsatz in Mexiko führen? Wir schließen hier nichts aus. Der Präsident hat mir volle Befugnis gegeben, um diejenigen ihrer gerechten Strafe zuzuführen, die unseren Lebensstil bedrohen. Wir werden diese Übeltäter von den Straßen von Los Angeles über die Berge von New Mexico bis zum Rio Grande hetzen. Wir konfiszieren ihre Drogen, frieren ihr Geld ein, zerstören ihre Arsenale und hängen diese Verbrecher. Das ist ein Krieg. Wir haben dem Mendoza-Kartell den Krieg erklärt. Ja, okay, dann auf in den Krieg. Alles klar, Leute, wir sind... Waffen sind im Kofferraum. Nehmt euch welche und steigt ein. Schöner Tag für einen Ausflug, was? Hat der jetzt, was hat denn der da? Drücke, um, den brauchen wir nicht. Nimm die Play. Das ist so schnell. Hey Junge, du schaust ja cool aus und du keine Maske, okay. Dann gehen wir mal zum Waffen geladen, bereit, dann rein in den Wagen. Alles gesperrt. Na, die. Ja, die. Ja, So, schauen wir mal. Wenn du bereit bist, steige in den Wagen. Okay. Da haben wir die Wumme. Eins, zwei. Oha.
Okay. Dann steigen wir mal ein. Auf geht's zur nächsten Schießerei, Leute. Ich muss selbst fahren. Verflixt. Ich muss öfter aus der Stadt raus. Dieser Berger. Schon mal so viele Bäume gesehen. Perfekt für eine Marihuana-Plantage. Der Sequoia-Nationalpark. Wieso habt ihr die EA-Jungs dem FBI nichts gesagt? Wollt ihr den Ruhm wohl allein? Wir dachten, ihr verbockt's. Und dein Boss ist nicht sauer, wenn wir seinen Fall abfackeln? Uns hängt man das Feuerchen ohnehin nicht an. Nein, sondern Aranya. So ist's jedenfalls geplant. Aha. Wir fackeln also die Haschwälder von Batoloco ab und hinterlassen Hinweise auf Aranya. Glaubst du echt, die Batos gehen auf Aranya los? Wenn jemand deine Millionen abfackelt, möchtest du dich dann nicht rächen? Die glauben das. Ja, Alter, wie lang müssen wir denn noch hey, fahren? Langsam. Wir sind gleich da. Hier, rechts. Weißt du wirklich, wo es lang geht? Hör mal, ich habe die Satellitenbilder gesehen. Hier geht's zum ersten Feld. Ja, dann gleich mal drauf los. Da ist unser Eingang. Aha. Ja. Und jetzt? Wo müssen wir da hin? Das ist ja unendlich weit, Leute. Ah. Hier ist es. Hier? Wir müssen den Wagen hier lassen und den Rest der Strecke laufen. Nee. Oh, da sind sie. Meine Informanten haben's drauf. Schaffen wir das ohne zu schießen? Hey! Scheiße, wer? Chino! Oh, es beginnt schon. Leute, au weh. Wie wär's mit Schießübungen? Ja. Hijo de tu puta madre! Wo sind denn die Jungs alle? Ach, du bist. Drecksack! Drecksack! Hijo de puta! Wo hat sich der versteckt? In Deckung bleiben! Haltet sie auf! Ich sag aber nur. Wo ist denn der Einzige? Oh, oh. Oh, das tut weh. Komm, Alter. Das war der letzte. Ja, super. Was machen wir mit denen? Hier lassen. Die laufen schon nicht weg. Ist es weit? Bis nach oben. Von diesem Hügel aus müssten wir das erste Feld sehen. Das ist ein ganz schöner Marsch. Schaffst du das auch, Detective? Ja, Evans, vielleicht musst du den Typ tragen. Los jetzt, du Idiot. Er bringt selbst nichts auf die Reihe und schimpft schon. Wo? Heilige Scheiße. Sag ich doch. Das ist das Paradies. So viel Gras. Können wir das alles abbrennen? Es muss nur genug sein, um die Typen zu ärgern. Seht ihr die Zelte? Anscheinend lagern sie da ihre Ernte. Wenn wir zwei davon anzünden, sieht man den Rauch meilenweit. Der Feuerwachposten am Bald Mountain ruft die Feuerspringer auf den Plan und die Forstverwaltung erledigt den Rest. Aha. Dann los! Und? Was jetzt schon wieder? Wer zum Teufel seid ihr? Chinga tu madre! Schieße! Ja, wo ist er? Vorsicht! Drecksack! Deckung ist gut, Leute, aber... Aha. Geht von rechts ab!
Wo sind denn die Kasperl? Ja, ich hab's erwischt, ja, hurra! Komm her, Alter. So, und das war's dann? Und ich sah ein fahles Pferd. Und der darauf saß, sein Name war Tod. Und hatte eine Kugel mit deinem Namen darauf. Oh, oh. Der ist so langsam in der Deckung, das ist nicht zum Glauben. Habt euch den Falschen ausgesucht! Guter Schuss, Holmes! Haha. Bewegt sich noch einer? Ja, Leute, das ist ja wirklich ein wenig witzig. Da müssen wir uns erst an die Steuerung gewöhnen, ja? Granaten gibt's da auch. Seht euch das an. Ist ja nicht zum Glauben. Das Granate? Ist leer. Oh, fuck. Du, Hansi, komm her. Ah, das ist unser eigener Hansi. Die auch. Fackeln wir die Zelte ab. Ich glaube, das wird noch lustig werden. Wir sammeln zuerst einmal, was wir sammeln können, gell? Und dann schauen wir uns ein wenig um. Ja, das war es dann auch schon. Eigentlich eine schöne Gegend hier, ne? Ja, ich glaube, das müssen wir noch einmal spielen. Das kommt so nicht gut. So. Abfackeln. Lass uns da mal raus. Erst. Ja. So, Bomberl, komm her. Bombe platzieren und schon ist sie da. Und? Habt ihr das gesehen?